Herzlich willkommen zu Spiele, die die Welt nicht braucht, nicht kennt oder längst vergessen hat. Heute mit einem guten alten CD-Man Version 2.0. Ich stelle da mal den Speed ein bisschen höher ein, damit das nicht ganz langsam ist. Und auf geht's. Ein Kindheitsklassiker. Ich glaube aus dem Jahr 92. Ladet noch kurz. Ja, und da sind wir schon in der Welt drin. Unsere Feinde spinnen, eine Banane. Den Schlüssel für das obere Schlosstor haben wir jetzt auch schon. Ich würde ein bisschen, ich nenne es mal feiglingmäßig spielen, nicht auf die Spinnen abziehen, sondern mal probieren, alle Punkte zu erwischen, um auch wirklich alle Levels durchzukommen. Ein ganz nettes Pausenspiel eigentlich. Macht immer wieder Spaß. Uah, das war sehr knapp, ja. Also ich habe das wirklich vor 10, 15 Jahren habe ich es ganz gern gespielt. Ist dann ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber ein Top-Spiel. Erwische ich da noch eine Spinne? Nee. Egal, so. Nummer 1 geschafft. Oh ja, richtig. Alle Levels werden da zweimal durchgespielt. Es gibt, glaube ich, 5 insgesamt. Und ja, sollte ich die 5 schaffen, dann wird's danach. Jetzt habe ich den Schlüssel verpasst. So sein, dass nochmal alle wiederholt werden. Das heißt, jetzt mal den Fokus auf die 5 Levels legen. Und schauen, dass ich da durchkomme. Bis jetzt habe ich ja noch kein Level verloren. Leben. Ich hätte vielleicht ein bisschen schneller einstellen sollen. Also es ist zwar doch auf High, aber ja. Könnte ein bisschen schneller sein. Jetzt wäre die fast in das Tor eingegangen. Und wieder geschafft. So, jetzt kommt die zweite Welt. Tolle Animation rechts oben. Jetzt haben wir Sonnenbrillen auf. Ja, und der wandelnde Zahn hat nun die Aufgabe, hier im Meer die Punkte einzusammeln. Die Gegner sind die schwarzen Haie. Wie jeder weiß, wenn sie weiß sind, sind sie ungefährlich. Ist ja auch in der Natur so. Ja, dann schaue ich mal, dass ich mal alle Punkte zusammen bekomme. Das Level hier ist doch ein bisschen, ich würde nicht sagen anspruchsvoller als das letzte, aber ja, mal sehen. Okay, das war jetzt knapp. Die haben jetzt doch schon geblinkt. Aber alles schön ausgegangen. So, Nummer 1 geschafft. Jetzt kommt der zweite Durchgang.
So, jetzt haben wir gleich die zweite Welt geschafft. Der Punkt da rechts ist ein bisschen blöd zu holen. Naja. Geschafft. Welt Nummer 3. So, den ersten Durchgang haben wir jetzt auch hier geschafft. Nummer 2 beginnt. Die Höhle da rechts übrigens ist, das habe ich bei den anderen vergessen zu erwähnen, da kann ich durch, die Schiffe allerdings nicht. Im Allgemeinen ist das Spiel natürlich nicht so nervenaufreibend, aber wenn man jetzt Highscore-Wettkämpfe mit Freunden macht, dann kann das schon ganz witzig sein und dann kann es auch vorkommen, dass man das den ganzen Tag lang spielt. So, Welt Nummer 4. Die kam mir eigentlich immer am schwersten vor, wenn ich mich so zurückerinnere. Also, ich weiß nicht warum, aber durch die Anordnung der Objekte war die nicht ganz so einfach. Also, ja. Ja, jetzt hat er mich erwischt. Aber es sollte sich ausgehen, dass ich alle 5 Welten durchbekomme. Thank you.
Jetzt ist ein bisschen der Wurm drin. Jetzt sollte ich langsam ein bisschen aufpassen. Vor allem der Punkt da drüben ist unheimlich blöd. Mal sehen. Ja, jetzt geht's. Gut, Durchgang 1, obwohl der hat mir jetzt doch die Hälfte meiner Leben gekostet. Muss ich wieder ein bisschen auf Vorsicht spielen. Da ich ja doch so weit wie möglich kommen will. Und das wären halt doch alle 5 Welten. Also wieder Fokus auf Punkte sammeln legen und nicht da die Busse fressen. So, die 5. Welt im ersten Durchgang. Das sollte jetzt zu schaffen sein. Die ist nicht ganz so schwer. Zumindest kommt mir auch so vor, als ob hier nicht so viele Punkte da wären. Zweiter Durchgang und dann wären wir zum ersten Mal mit der gesamten Spielewelt durch. Sollte ich, und davon gehe ich mal aus im Moment, diesen Durchgang noch überleben, werde ich das weitere Spiel dann in ein paar zwei packen. Wer sich die Welten anschauen wollte, hat das jetzt eigentlich dann geschafft. Und für die, die mich noch weiter beim Spielen beobachten wollen, Part 2. Vorausgesetzt, ich schaff's hier. Aber das sieht mal ganz gut aus. So, damit ist dieses Spiel mal durchgeschafft.